Willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession Titan Quest. Wir sind in den Höhlen der Pythia oder wie auch immer das ausgesprochen wird und laufen jetzt einfach mal jetzt weiter hier durch. Einfach auf den Ausgang zu. Vielleicht können wir unseren zweiten Freund auch noch wieder beschwören. Leider haben wir nicht so viel Mana, dass wir die immer auf einmal noch mehr kannst dabei du rufen tragen. Können. Schon wieder volles Inventar, ey. So, 30, nö. So, jetzt können wir ihn beschwören, das machen wir aber erst in der Höhle. Und raus hier. Weg nach Athen. Schau dir an, was ich zu verkaufen habe. Brauche ich nicht. Aber andererseits würde ich trotzdem gerne mal schauen, was er hier so hat. 43 Schaden ist momentan das Mindeste. Aber nope. Rüstungskram, Verkaufswert. Ah ne, das ist ja unsere Ausrüstung. 52, nee. Ich glaube fast der Helm und die Rüstung werden lange Zeit noch das Nonplusultra sein. Stärke brauchen wir nicht. Acht Stärke hat diese Kette. Die hatte 7. Wie teuer ist denn die eigentlich? 12.000. Klack. Tauschen wir die einfach mal aus. Komm ruhig wieder. Ja, vielleicht. Und das dürfte jetzt theoretisch die kaputte Brücke sein. Interessant. Da waren die drei Prinzen drin. Wir sind praktisch unter die Ruinen jetzt hier irgendwie lang gekommen. Macht zwar irgendwie, finde ich, nicht ganz viel Sinn von der Logik her, der Weg. Aber okay. Ja, das würde nämlich theoretisch heißen, wir sind ja... Die Höhle ist ja hier mit drinne, theoretisch. Eigentlich hätten wir auf die Ruinen treffen müssen. Und die war ja auch nicht so groß. Theoretisch müssten wir hier irgendwo das Gebirge haben. Aber macht keine Ahnung. Ein bisschen komischer Levelaufbau, aber soll mir egal sein. Hallo. Kann das sein, dass die Gegner hier wieder schwächer sind?
So. Jetzt gucke ich doch nochmal zurück, weil wir da nicht alles erkundet hatten. Da wird zwar jetzt nichts weiter sein. Das ist ja der direkte Weg hier und hier ist die Begrenzung mit den Steinen. Hier leckt es aber auch wieder ein bisschen doller, habe ich das Gefühl. Da ist ein Schrein, den brauchen wir nicht. Oh, vielleicht haben wir Glück und kriegen einen Wildschwein heute. Da würde ich mich freuen. Komm, machen wir die Uhr noch schnell fertig. Jetzt haben wir die schon gesehen. Jetzt können wir die auch verkloppen. Dein Gepäck ist voll. Boah, diese hakeligen Sachen jetzt wieder, ey. Hätte jetzt vielleicht doch mehr Sinn gemacht, wenn ich mich gebeamt hätte. Na. Ein wenig nervig. Was kann ich für dich tun, Fremder? Haben wir nicht noch irgendwie ein paar... Die Tränke können wir weghauen. Adieu. So, weiter geht's mit der Erkundung. Hallo, Mitzis. Gehen wir praktisch der ganzen Map wieder entgegen, oder was? Wenn wir jetzt wirklich Richtung Athen laufen, dann sind wir ja quasi fast da gewesen. So. Dein Gepäck ist voll. Noch mehr kannst du nicht tragen. Ist gut, ich beame. Das macht auch von der Map irgendwie, von der Gesamtmap keinen Sinn, wie wir überhaupt wieder hierher gekommen sind.
Noch mehr kannst du nicht halten. Okay. Wenn man das nämlich jetzt mal hier so sieht, wir sind im Gebiet Athens, also hier irgendwo. Ja, meine Maus sieht man ja nicht, also da, wo das Ding hinzeigt. Und vorher waren wir dort. Und plötzlich haben wir diesen ganzen Abschnitt nur durch so eine kleine Mini-Höhle geschafft. Kann ich mir nicht vorstellen. Naja. So, was sagt die Map? Wir sollten mal zurückrennen. Wo ist das? Wieder eine Gruft. Okay, rein ins gute Stübchen. Diesmal mit Spinnen. Yeah, cool. Erstmal wieder alles öffnen. Hallo, dürft ihr mir helfen oder nicht? Endlich mal wieder Untote. Hatten wir ja lange nicht mehr. Oh oh. Sollen die sich mal drum kümmern? Alles wieder voll mit schönen Dingen, die wir vermutlich eh nicht brauchen. Dein Gepäck ist noch voll. Mehr kannst du nicht halten. Beamen! Ja, ja. So, zurück in das alte Grab und hier gibt es dann auch wieder ein Folgenbäuschen. Spitze, bedanke mich. Bis dann.